Hallo liebe GamesDH-Leser, euch und allen anderen Gamern da draußen ein herzliches Willkommen zu unserem Testvideo zu Mario Golf Super Rush, mit dem Nintendo 7 Jahre nach dem letzten Teil die Fun-Sport-Reihe auf der Switch fortsetzt. Was euch in den einzelnen Golfpartien und dem Abenteuermodus erwartet und vor allem, ob wir Spaß hatten, möchten wir euch in den folgenden Minuten verraten. Spielefreunde wissen bereits seit langem, dass Nintendo-Maskottchen Mario nicht bloß ein großer Jump'n'Run-Künstler ist, sondern auch eine äußerst gute Figur im Fun-Sport-Sektor macht. Denn ob als Athlet in Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen oder beim virtuellen Tennis, sorgt der rotbemützte Schnauzbartträger seit Jahren konstant für gute Unterhaltung und darf sich im Sitz seines Rennflitzers in Mario Kart 8 sogar als König der Fun-Racer bezeichnen. Und? In Mario Golf Super Rush zeigen er und 15 weitere Helden und Gegenspieler aus dem Mario-Universum, darunter unter anderem Prinzessin Peach, Toad, Bowser und Waluigi, was sie auf dem Golfplatz drauf haben. Die grundlegende Spielmechanik ähnelt dabei stark der aus dem 3DS-Vorgänger Mario Golf World Tour. Es ist also, wie es sich für ein Fun-Sport-Spiel gehört, nicht alles auf Realismus getrimmt. Die Schlagmechanik mit angeschnittenen Bällen, Chips, Pitches, Putts oder Lobs hat aber durchaus einen gewissen Simulationscharakter. Falls ihr euch übrigens wundern solltet, weshalb im Video häufiger ein Mii-Charakter zu sehen ist, diese Szenen stammen aus dem Abenteuermodus, in dem ihr zwingend einen eigenen Helden nutzen müsst und auf den wir später noch genauer eingehen werden. Der Wind spielt in Super Rush jedenfalls genauso eine Rolle wie das Terrain, von dem ihr den Ball abschlagt, also etwa, wenn selbiger auf einem leicht abschüssigen Teil des Rough liegt oder wenn ihr das nicht mal hühnereigroße Spielgerät aus einem Bunker wieder rausholen müsst. Obgleich die Physik dabei stets zwecks Spielbarkeit leicht gebeugt wird, ist das System allein damit bereits mindestens so komplex wie in einem Artilleriespiel. Stinknormal sind die bedauerlicherweise gerade mal 7 Golfplätze inklusive des Einsteigerkurses natürlich nicht. Neben dem von Beginn an verfügbaren Grünbüschelplatz, der noch relativ normal anmutet, geht es später auch zu Bowsers Festung oder in die Wüste. Im Wetterwald tobt hingegen ein Gewitter. Dort ist das Gras folglich nass, der Wind bläst deutlich stärker, was sich deutlich auf das Flug- und Rollverhalten des Balls auswirkt. Eine besondere Gefahr geht von Gewitterwolken aus, die eurem kleinen Golfer einen Blitzschlag verpassen können, bei dem Donnergott Thor Gedanken an den Ruhestand kommen könnten. Der Platz in Schroffstein, der wie alle 6 großen Einsatzorte 18 Löcher bietet, zeichnet sich durch seine großen Höhenunterschiede aus. Hohe Felswände müsst ihr entsprechend mit Lobs überwinden oder nutzt tornadoförmige Aufwinde, um den Ball von einer auf eine höhere Ebene zu katapultieren. Die äußeren Umstände sorgen also dafür, dass sich jeder Platz anders anfühlt und es sich lohnt, die richtigen Schläge einzupacken. Mario Golf Super Rush ist natürlich nicht nur ein besonderes Golfspiel, da ihr mit den liebevoll animierten Nintendo-Charakteren loszieht oder ihr auf Plätzen spielt, die Rory McIlroy oder Tiger Woods so nie bespielen würden, sondern auch aufgrund einer Reihe spezieller Features und Spielvarianten. Neben mehr oder weniger regulären Golfpartien, bei denen ihr im Spiel auf den Score mit möglichst wenig Schlägen abschließen müsst, um zu gewinnen, und dabei nach jedem Schlag zur neuen Position eures Balls teleportiert werdet, müsst ihr euch in allen anderen Varianten in Echtzeit über den Platz bewegen. Im Speedball geht es nämlich nicht primär um die Anzahl der Schläge, sondern um die kürzeste Abschlusszeit. Ihr rennt also stets eurem Ball hinterher und könnt währenddessen den namensgebenden Spezialsprint aktivieren, sofern eure Ausdauerleiste ausreichend gefüllt ist. Zündet ihr das Manöver im perfekten Moment, könnt ihr damit lebendige Hindernisse in der Umgebung zerstören, um extra Münzen zu sammeln, vor allem aber die Gegenspieler umlaufen und ihnen damit sozusagen einen kleinen Zeitnachteil verpassen, da sie einen kurzen Moment brauchen, um sich wieder aufzuraffen. Das geht fairerweise aber nur während des Laufens. Andere Spieler, ob KI-gesteuerte oder menschliche Gegner im lokalen oder online verfügbaren Mehrspielermodus, können euch damit beim Schlagversuch nichts anhaben. Etwas anders sieht es bei auf den Plätzen verteilten Bomben aus, die ihr wie einen Golfball wegschlagen und damit für die Zündung beim Aufprall vorbereiten könnt. Damit könnt ihr also bei einem kleinen Rückstand womöglich noch in letzter Sekunde das Versenken eines Balls der Gegner verhindern und doch noch aufholen. Ähnlich sieht es mit den Spezialschlägen aus, die wie die einzelnen Werte bei Laufgeschwindigkeit, Ausdauer oder Schlagstabilität für jeden Charakter individuell festgelegt sind. Damit spielt ihr, wenn die dafür notwendige Energie aufgeladen ist, einen Ball einerseits genau dorthin, wo ihr ihn haben möchtet. Vor allem kommt aber eine weitere Bonusfähigkeit zum Tragen. Je nach Charakter schleudert der Ball beispielsweise beim Aufschlag die Bälle der anderen im näheren Umkreis zur Seite weg. Das muss natürlich nicht erst in unmittelbarer Nähe des Lochs passieren. Ihr könnt damit auch versuchen, den Ball des größten Konkurrenten der aktuellen Runde in einen Bunker oder eine andere ungünstige Position zu befördern.
Während alle bislang beschriebenen Partien auf den regulären Plätzen stattfinden, verfügt der Battle-Modus über eine ganz eigene, relativ enge Arena in zwei leicht unterschiedlichen Varianten. Dort bewegt ihr euch ebenfalls frei, müsst viel stärker auf Hindernisse, Kettenhunde oder etwa Bomben der Gegner achten, die noch dazu ihre Spezialschläge in einer erheblich höheren Frequenz nutzen können. Ihr natürlich auch. Gewinner in diesen Matches ist, wem es als erstes gelingt, drei der Löcher zu besitzen. Das heißt, sobald einer seine Kugel versenkt hat, ist das Loch für die anderen nicht mehr nutzbar. Die nur wenige Minuten kurzen Matches machen bereits gegen die KI mächtig Laune und haben definitiv das Potenzial, auch auf längere Sicht Spaß zu machen. Wir gehen jedenfalls stark davon aus, dass wir insbesondere dem Battle-Modus in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder mal einen Besuch abstatten werden. Dass Mario Golf Super Rush uns wie Mario Kart 8 aber auch über Jahre immer wieder zurückkehren lässt, glauben wir allerdings nicht. Nichtsdestotrotz ist gerade der Battle-Modus eine ziemliche Gaudi, die im Online-Spiel gegen echte Mitspieler noch etwas unterhaltsamer sein dürften. Neben den Standard-, Speed- und Battle-Golf getauften Modi bietet Mario Golf Super Rush zudem einen Abenteuermodus. Anders als im 3DS-Vorgänger seid ihr damit nicht bloß weniger als einen Abend beschäftigt, sondern könnt mit grob 6 bis 8 Spielstunden rechnen, gegebenenfalls sogar etwas mehr. Wie zuvor erwähnt, könnt ihr nicht mit Mario oder Buhu loslegen, dessen Spezialschlag die Bälle der Gegner mit Geisterenergie beeinflusst, sondern müsst mit einem Mii-Charakter Vorlieb nehmen. Das ist zwar schade, aber nachvollziehbar, da es bei den vorgefertigten Helden eher wenig Sinn ergeben würde, ihre von Beginn an recht hohen Charakterwerte wie die maximale Schlagweite bei Stufenaufstiegen zu erhöhen. Wer freiwillig Trainingssessions wiederholt, in denen ihr nach und nach mit Spielvarianten und grundlegenden Elementen wie Schlägertypen und Abschlagarten vertraut gemacht werdet, könnt ihr den Fortschritt bis zu einem gewissen Grad auch grinden und euch so einen Vorteil für die späteren Herausforderungen verschaffen. Ganz um die Wiederholung bestimmter Aufgaben dürften viele Spieler aber wohl eh nicht herumkommen. Denn teilweise sind die Herausforderungen für den Solo-Modus eines Fun-Sportspiels gar nicht so klein. Uns passiert es zwar nur bei ein paar wenigen der Aufgaben, aber einzelne mussten wir auch mal 4 oder sogar 5-mal spielen, bevor wir knapp unter der Zeitvorgabe oder der maximal zulässigen Anzahl von Schlägen blieben. Auch deshalb konnte uns die Solo-Kampagne nur ordentlich unterhalten und nicht wirklich begeistern. Und das, obwohl es nur dort auch spezielle Challenges gibt, in denen ihr zum Beispiel euer Können bei Lobs oder mit besonderen Schlägervarianten unter Beweis stellen müsst und sogar so etwas wie Bosskämpfe existieren. Als Gesamtpaket hatten wir aber viel Spaß an Mario Golf Super Rush, weshalb wir das Spiel Switch-Besitzern, die Fun-Sport-Spiele und Mario mögen, guten Gewissens empfehlen können. Ihr dürft eben nur keinen Fun-Sport-Überflieger wie Mario Kart 8 erwarten, denn dann könntet ihr auf hohem Niveau enttäuscht werden. Zudem ist Super Rush kein Umfangsmonster. Wie stark Nintendo, die dies beim 3DS-Vorgänger recht umfangreich taten, auf DLC-Erweiterungen setzt, wissen wir indes noch nicht. Alle weiteren aktuellen Infos zu Mario Golf Super Rush sowie unseren Testbericht nebst Wertung findet ihr wie immer auf games.ch.